Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Scholz, ich finde es immer wieder erstaunlich, mit welcher Hybris Sie hier eigentlich ans Pult gehen und auftreten. Gerade wenn man sich mal anschaut, wie viel Rückmeldung es eigentlich wirklich bei Ihrer Anhörung gab. Ich weiß nicht, wie viele sich zurückgemeldet haben, Anzuhörende 3 oder 4 oder 2,5. Also das ist wirklich, Ihr Auftritt hier ist ja wirklich theaterreif. Insgesamt ist natürlich dieser Gesetzentwurf für alle, die sich ein bisschen mit der Politik in den Parlamenten, im Hessischen Landtag, aber auch im Bundestag oder anderen Landtagen beschäftigen, sofort erkennbar als ein soziales Feigenblatt der AfD-Fraktion, weil die ja sonst immer keine Möglichkeit auslässt, nach unten zu treten, sei es gegen Geflüchtete, gegen erwerbslose, arme Menschen. Also und jetzt wollen sie sich auf die Lernmittelfreiheit beziehen, die ja eine soziale Errungenschaft ist, die auch nicht vom Himmel gefallen ist, die erkämpft wurde und die auch in unserer hessischen Verfassung, in unserer sozialistischen hessischen Verfassung auch verankert ist. Deswegen, das lassen wir Ihnen jetzt so natürlich nicht durchgehen. Die inhaltliche Diskussion darüber führen wir auch noch einmal morgen anhand von einem Setzpunkt der CDU. Da will ich jetzt Ihren Versuch hier als soziales Feigenblatt, sich das vor sich herzutragen, nicht durchgehen lassen. Vielen Dank.